Hallo, hier ist Heiko Felo. Ich wollte mal wieder ein Video machen, um zu sagen, dass ich noch da bin. Das geht hier also weiter. Ja, ich habe in letzter Zeit nachgedacht über, was folgt denn eigentlich aus der Theorie über Traumatisierung, die ich in dieser Videoserie dargestellt habe. Und man kann also das als Verlängerung dieser Serie sehen oder als eigenständiges Video. Und zwar kann man sich ja die Frage stellen, woran merke ich denn, ob ich traumatisiert bin? Man kann die Frage auch anders formulieren. Wenn ich in eine Therapiestunde gehe, also für diejenigen, die in Therapie gehen, gibt es verschiedene Arten, da ranzugehen. Und ich würde gerne eine Art, auf eine Therapiestunde zuzugehen, hervorheben als, und empfehlen, dass man auch diese Möglichkeit sieht. Also oftmals ist es ja so, dass man denkt, ich habe schlimme Sachen erlebt in meiner Kindheit oder ich habe konkrete Probleme in meinem Leben und ich gehe deswegen zu einem Psychotherapeuten. Und dann merke ich, während ich darüber spreche, vielleicht, dass ich einen Denkfehler gemacht habe oder dass ich bestimmte Dinge übersehen habe oder sowas in der Art. Also ich habe irgendeine Art von Fehler gemacht und dadurch, dass mir das klar wird, bin ich in der Lage, diesen Fehler zu korrigieren. Das ist keine eine Art sein, wie man mit Psychotherapie umgeht. Dieser Fehler kann sehr komplex sein und sehr subtil sein, aber es geht jedenfalls darum zu verstehen, dass man irgendwas einen Fehler gemacht hat und das dann ändert. Das wäre eine Konzeption und das würde ja auch zu meiner Theorie über Traumatisierung passen, dass wenn man bestimmte Lebenssituationen nicht gut bewältigen kann, dass das damit zusammenhängt, dass da alte Traumatisierungen, die eine gewisse Ähnlichkeit mit dieser neuen Lebenssituation haben, und dass deswegen diese Lebenssituation nicht gut bewältigt werden kann. Das wäre aber mehr ein Fokus auf den Aspekt, bewältige ich mein Leben gut? Schaffe ich das? Kriege ich das hin? Wie muss man etwas richtig tun, damit man das auch schafft, damit man das löst, diese Aufgabe? Und es ist sicherlich wichtig, dass man in seinem Leben auch Dinge schafft, aber ich möchte auf einen anderen Aspekt hinweisen, und zwar mehr den Aspekt des Genusses. Ja, das klingt jetzt vielleicht komisch, aber ich will das erklären. Ich denke, wenn man sich fragt, bin ich traumatisiert? Oder wenn man sich fragt, wie gehe ich auf eine Therapiesituation zu als Klient, dann kann man sich auch fragen, bin ich in der Lage, die Situation, die gerade besteht, vollständig zu genießen? Also platt gesagt geht es mir gut. Das kann man jetzt missverstehen, weil manchmal geht es einem halt nicht gut. Nehmen wir mal an, es ist gerade ein wichtiger Menschen in deinem Leben gestorben, dann bist du natürlich traurig. Und traurig verbindet man normalerweise nicht mit Genuss oder mit, dass es mir gut geht. Das meine ich auch nicht. Ich will das hier nicht verdrehen. Trauer ist leidvoll und Leid ist natürlich ein Bestandteil eines gesunden Lebens. Gehört dazu. Worum es mir aber geht, und das hat eben mit der Traumatheorie zu tun, die ich dargelegt habe, ist, dass wenn ich traumatisiert bin in Bezug auf einen bestimmten Aspekt meines Lebens, dann kann ich mit einem bestimmten Leid nicht mehr gut umgehen. Also wenn ich zum Beispiel erlebt habe, dass meine Mutter mich vernichten wollte, dann fällt es mir schwer, die Feindseligkeit oder die Herrschaftlichkeit von anderen Menschen wahrzunehmen, darunter zu leiden, dass die so böse zu mir sind und dann entsprechende Schlüsse daraus zu ziehen und zu sagen, okay, mit den Menschen muss ich vorsichtig sein oder ich gehe vielleicht ganz aus dem Weg. Das wäre eine gesunde Reaktion. Um diese gesunde Reaktion zu haben, brauche ich aber ein gesundes Leiden. Ich muss das wirklich schlimm finden können und also fühlen können, dass das irgendwie feindselig ist, was derjenige macht und muss idealerweise dann auch rausfinden können, was das ist, was mich so unwohl macht mit diesem Menschen. Dann sehe ich eben seine Strategie und dann kann der mir eigentlich wenig anhaben. Und das ist eben gestört, wenn ich eine Traumatisierung an dieser Stelle habe. Und was ich auch festgestellt habe, ist, und das habe ich auch in der Videoserie über Traumatisierung ja dargelegt, am Beispiel der noch Realangst und im Vergleich zur Panik, die eben irgendwie einen irrealen Aspekt hat, ist, dass das Leidensgefühl anders ist, wenn ich eine Traumatisierung an der Stelle habe. Es ist nämlich irgendwie quälend. Panik hat auch etwas Quälendes. Panik ist nicht einfach nur ängstigend,
sondern Panik hat sowas komisch Aufregendes, sowas geht zu einem so sehr nah. Oder wenn ich unter etwas leide, dann wird es sehr quälend und sehr unaushaltbar und es ist irgendwie ganz schrecklich. Und ja, also Depression ist ja auch eine Krankheit, in der das Leiden gestört ist. Das Leiden wird sehr quälend, sogar so quälend, dass sich doch relativ viele Menschen, die eine starke Depression entwickeln, umbringen. Und das ist nach meiner Theorie, und ja, bin da nicht mit alleine, ist ein deutliches Zeichen dafür, dass das Leiden eben gestört ist, dass man nicht mehr gesund leiden kann. Und ich möchte vielleicht nochmal auf den Begriff des Genusses zurückkommen. Wenn ich gesund leiden kann und ich kann mir eingestehen, nehmen wir mal an, den Fall, dass jemand Wichtiges in meinem Leben gestorben ist, dann bin ich traurig, weil ich kann das Schöne, was ich mit diesem Menschen hatte, nicht mehr leben. Er ist nicht mehr da. Und diese Trauer kann ich auf eine gewisse Art genießen. Ich will jetzt nicht sagen, man muss ein Masochist sein, aber es ist, ich kann genießen, indem ich sagen kann, wenn ich sage, ja, es tut weh, das Schöne, was ich mit diesem Menschen hatte, nicht mehr zu haben. Aber es ist doch wunderschön, dass ich diese wunderschönen Dinge mit diesem Menschen hatte und dass ich sie mir immer noch wünsche. Und es ist auch schön zu merken, dass ich ein so liebeswünschendes Wesen bin, dass es mir so weh tut, das nicht mehr zu können mit diesem Menschen. Also wenn ich auf diesen Aspekt mehr achte, dann kann ich den Schmerz in gewissem Sinne genießen und sagen, ja, er ist richtig hier, weil er mir bewusst macht, was mir eigentlich wichtig war. Und insofern brauche ich ihn, um auf meinem Weg weiteres Glück in meinem Leben zu suchen, weiter voranzukommen. Weil wenn ich mir meine Wünsche bewusst mache, die ich an diesen Menschen gerichtet habe und mit ihm auch erfüllen konnte, dann kann ich, wenn ich sie bewusst habe, wieder zu jemand anderes gehen und diese Wünsche an diesen anderen Menschen richten. Und ja, insofern ist das Leid, kann ich das Leid bejahen? Das ist vielleicht der richtigere Ausdruck. Genießen ist etwas provokativ, aber ich kann das Leid bejahen und kann es annehmen und bin ganz im Frieden damit, dass ich so leide. Und darum geht es mir. Und wenn ich aber traumatisiert wäre an der Stelle, dann würde ich mit diesem Leid hadern und würde es loswerden wollen und es würde mich belasten und quälen und ich würde es loswerden wollen. Ich würde es also verneinen, dieses Leid. Und insofern könnte ich es nicht genießen und annehmen und als Bereicherung meines Lebens annehmen. Daraus folgt, dass es eine sinnvolle Strategie sein kann, dass wenn ich in eine Therapiestunde gehe, ich kann das aber auch ganz unabhängig von Therapie in meinem Leben immer wieder tun, dass ich innehalte und spüre, genieße ich jetzt mein Leben gerade? Genieße ich mich und die Situation gerade? Oder, um es einfacher vielleicht zu sagen, bejahe ich, wie die Situation ist? Das heißt nicht, dass ich allen Mist, der gerade passiert, zustimme und sage, das ist gut, dass der Mist passiert. Nein, aber es heißt, dass ich sage, ja, ich nehme wahr, dass dort Mist passiert. Vielleicht ist jemand feindselig mir gegenüber. Und ich bejahe, dass ich das wahrnehme und was das in mir auslöst. Ich bin damit im Frieden, dass das so ist. Weil es normal ist, dass ich leide, wenn jemand feindselig zu mir ist. Das heißt dann nicht, dass ich passiv da sitze und mir dieses Übel antun lasse. Ich wehre mich natürlich. Aber es geht mir um das eigene Erleben, dass ich zulassen kann, ja, ich bin gerade leidvoll, belastet und das hat einen guten Grund. Einfach ist es natürlich, wenn es mir einfach gut geht, wenn ich gerade glücklich bin, wenn gerade etwas gelungen ist, wenn gerade etwas sehr schön war, oder dann kann ich darauf mich besinnen und kann mich daran freuen, dann ist natürlich ganz offensichtlich, dass es mir gut geht. Wobei es hier auch die Falle gibt, wenn ich traumatisiert bin, was Genuss und Glück angeht, dann mache ich aus Situationen, die positiv sind, einen Rausch. Und komme in einen übertriebenen Euphoriezustand, der auch irgendwie quälend und leer und irgendwie eben dann einen Kater zurücklässt, also der auch nicht wirklich befriedigend ist. Muss man also auch vorsichtig sein. Auch die Glückszustände können mit irrealen Komponenten vermischt werden und werden dann zu einem sogenannten Rausch. Und ist dann nicht mehr erfüllend, sondern eben auch quälend. Also letztlich ist die Grundqualität, die ich rausarbeite, dass wenn man in seinem Erleben ein noch so feines Qualelement erlebt,
dass also das Freuen nicht wirklich geht, dass das Leiden auch nicht wirklich geht, wenn man irgendwas daran verneint oder nicht wirklich zulassen kann, dann ist man einer Traumatisierung auf der Spur. Ich glaube, dass das sehr normal ist. Ich habe noch niemanden getroffen, der immer alles gut bejahen kann. Von daher finde ich es völlig normal, dass man traumatisiert ist. Das ist jetzt irgendwie nichts Skandalöses. Es muss auch das Leben nicht vollständig ruinieren. Aber es führt eben dazu, dass man nicht vollständig bejahen kann. Und wenn man daran interessiert ist, sich weiterzuentwickeln und seine Glücksfähigkeit und auch seine Leidensfähigkeit zu erweitern, dann ist es sinnvoll, sich immer wieder zu fragen, kann ich die Situation jetzt gerade genießen? Kann ich jetzt gerade bejahen, was gerade in mir vorgeht und was gerade zwischen uns vorgeht? Wenn ich jetzt wieder an die Therapiesituation denke. Und das ist ein sehr nachdenkerischer Prozess zunächst. Man diskutiert nicht darüber oder überlegt, welche Fehler habe ich vielleicht gemacht, sondern man spürt einfach, wie man auf die Situation reagiert. Und da die meisten Traumatisierungen ja eben auch durch zwischenmenschliche Situationen entstehen, ist die Situation mit einem Therapeuten, die auch eine zwischenmenschliche Situation ist, meistens ein sehr effizienter, wenn man es so sagen soll, Trigger dafür, dass die Traumatisierungen wieder da sind. Ich kann also meistens nicht ganz entspannt sein, nicht ganz bejahen, was geschieht zwischen mir und dem Therapeuten, weil es sofort das Trauma in mir wieder aufruft. Und daher ist es auch eine sehr effiziente Methode, um an problematische Stellen heranzukommen, an denen man dann arbeiten kann. Soweit ich verstehe, ich kenne mich nicht gut aus mit Gestalttherapie, ist das eine Methode der Gestalttherapie. Da ist man auch in der Bemühung, hier und jetzt sich vollständig authentisch zu begegnen. Und wenn es eine sogenannte Kontaktunterbrechung gibt, also irgendwas Störendes dazwischen kommt, was jetzt nicht mit dem Hier und Jetzt zu tun hat, dann haben wir es mit einer Traumatisierung oder mit einer problematischen Stelle in der Persönlichkeit zu tun, an der man dann arbeiten kann. Ja, soweit hoffe ich, sind so meine Gedanken rübergekommen, was ich so aus dieser Traumatheorie mache, im Praktischen, was man daraus ableiten kann, für die Frage, bin ich traumatisiert und wie stelle ich das fest? Ich hoffe, es ist hilfreich, freue mich auf die Kommentare, bis zum nächsten Mal, tschüss!